Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, guten Tag, Herr Geisel. Haben Sie sich eigentlich schon mal Berlin auf Satellitenbildern angeschaut? Auf privaten Gebäuden, zum Beispiel am Hackischen Markt, im Gewerbegebiet Adlershof oder der Freien Waldorfschule in Kreuzberg, da grünt es wirklich vortrefflich. Schaut man allerdings aufs Rote Rathaus, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt oder auch unser Abgeordnetenhaus, so sieht man nur Grau. Kein Gründach, kein Dachgarten, keine Begrünung. Die öffentlichen Gebäude in Berlin sind kein Vorbild, wenn es um Dachbegrünung geht. Die Morgenpost, die hat das Grün der ganzen Stadt ausgewertet. Und unsere Stadt, die kommt dabei auf Platz 63 von 79 Städten. Das ist bundesweit noch nicht mal mehr solides Mittelfeld. Und deshalb habe ich auch mit Freude in derselben Zeitung gelesen, dass sich der Herr Evers von der CDU unsere Idee für mehr Dachgrün angeschlossen hat. Die Fotomontage mit unseren 1000 grünen Dächern, die sah richtig super aus. Und das war, glaube ich, auch ein großer Schritt nach vorne für Sie. Bis dahin wollten Sie unseren Gründachantrag ja am liebsten im Ausschuss versenken. Und was Sie jetzt nach zigmaligen Vertagen zum Einlenken gebracht hat, unser Berichtsauftrag nach § 27 der GO, die Bürgerbriefe für mehr Gründächer oder einfach nur die Wahl in 4 Monaten, das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wichtig ist, dass hier 5 Fraktionen sitzen, die sich unserem Ziel für mehr Dachbegrünung in Berlin angeschlossen haben. Und das ist gut für unsere Stadt. Denn gerade in einer wachsenden Stadt wie Berlin ist die Devise Grün statt Grau wichtig. 3 inhaltliche Argumente nochmal für Dachbegrünung. Erstens, wir alle haben die Sonnenstunden der letzten Tage genossen. Aber für viele Menschen bedeutet so eine Hitzewelle auch enorm Stress. Berlin ist im Sonnenschein eine Hitzeinsel und in den extrem versiegelten Gegenden ist sie zum Teil bis zu 10 Grad heißer als das Umland. Wenn Sie ein angenehmes, lebenswertes Stadtklima wollen, dann brauchen Sie mehr Grün statt Grau. Und Gründächer leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Zweitens, der Klimawandel bringt nicht nur extreme Sonne, sondern auch extremen Regen. Und die Folge ist, dass unsere Kanalisation bis zu 50 Mal im Jahr mit Fäkalien, Duschwasser und Co. in die Spree fließt. Und kein Wunder, dass man hier nicht baden kann. Unser Vorschlag ist so einfach wie komplex. Die Häuser in unserer Stadt müssen den Regen aufnehmen und nach abgeben. Dazu gibt es auch viel Wissen hier, von der Technischen Universität bis zu der boomenden Wasserwirtschaft, was man einfach nur umsetzen muss. Und das Gründach ist dabei ein wichtiger Baustein. Und mehr Gründächer nebeneinander, die bilden auch einen Biotopverbund, der die Artenvielfalt in unserer Stadt stärkt. Der Lebensraum für Pflanzen und Tiere wächst. Und gleichzeitig schafft man Freiräume und Erholungsräume für Nachbarn und AnwohnerInnen. Unsere Idee ist, Räume für Roofgardening und Erholung auf mindestens 20% der Gründächer zu schaffen. Denn wenn die Stadt auch in der Luft grün wächst, dann gewinnen alle an positivem Lebensgefühl. Sehr geehrte Damen und Herren, für uns geht es darum, wie Berlins graue Dächer endlich grün werden. Und wir haben uns dafür andere Städte angeschaut, wie München, Hamburg oder Bremen. Wir haben mit den Umweltverbänden gesprochen. Wir haben uns mit den Fachleuten für Dachbegrünung hingesetzt. Und wir haben mit Gebäudebesitzern geredet. Und eine Sache, die kam immer wieder. Nur mit einem Förderprogramm wird man den Gebäudebestand begrünen können. Und deshalb heißt unser Programm heute auch 1000 grüne Dächer für Berlin. Und sieht eine Anschubfinanzierung für Gebäude im Bestand vor. Das haben wir vor über einem Jahr vorgelegt. Und ja, ein Gründach ist ein Vieleskönner, aber kein Alleskönner. Wir wollen Zielzahlen und eine breite Begrünung mit dem positivsten Effekt. Und viele Dinge, die in Ihrem Prüfauftragsantrag vorliegen, der heute dringlich ins Plenum gekommen ist, die sind in unserer Strategie ja auch bereits enthalten. Aber was gar nicht geht, das ist Ihr Vorschlag, dass Gründächer als Ausgleichsmaßnahme für Bautätigkeiten geltend gemacht werden. Ein gefällter Baum am Boden ist nicht durch ein Moosdach im 5. Stock zu ersetzen. Und deshalb werden wir im Antrag auch nicht zustimmen können. Denn das Gründach ist wichtig, aber es darf nicht zum Feigenblatt werden. Die Berliner Bilanz beim Dachgrün, die fällt mager aus. Wir Grüne haben ein Konzept vorgelegt. Und Sie haben in Ihrem Antrag, der eilig eingebracht wurde, die Hälfte kopiert, aber das Wichtigste vergessen.
Der Weg zu mehr Grün statt Grau ist also noch weit. Aber vielleicht erleben wir alle es ja noch, dass das Rote Rathaus, dass dieses Hohe Haus, dass die Senatsverwaltung für Umwelt ein grünes Dach bekommt. Dann gäbe es immerhin 9 öffentliche Gebäude mit Dachbegrünung. Aber gut für Stadtklima wäre es allemal.